Ja, Borussia Berni, ja, mein alter Lachs, immer noch 3 Bar im Kessel. Ja, ich habe gestern mal einen auf dicke Hose mit neuem Schlüpper gemacht. Hier, ich war in der Knattersloge hier mit Trüffelmayonnaise, war ich eingeladen hier vom Fugengott Ilje. Boah, und Kute Kutowski hat mir einmal vor Schema getreten. Alter Lachs, wenn das nicht der heilige Gral ist, ja. Die Beule werde ich mir eintätowieren lassen. Das ist für mich der absolute 8000er, ja. Und hier, ich saß hinten da, hier, Jochen Seyer, wie heißt er hier? Sportdirektor hier von Streich Freiburg. Ja, netter Typ im Kreislauf. Wurde aber auch während des Spiels immer kleiner als ein Rauerdackel. Er fand's übrigens ganz schön laut bei uns im Tempel. Im Gegensatz hier zum Trainer Christian Streich, der jetzt länger nicht bei uns gewonnen hat, als die Lebenserwartung von so einem Grönlandhai, der etwa 400 Jahre alt wird. Egal, er ist ja noch jung. Er bleibt trotzdem für mich eine Breisgau-Legende. Hör mal, Borussen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ja. Aber wir kriegen im Moment richtig Senf auf die Stuhle. Ja, hör mal. Bis auf das 1-1, der Betriebsunfall, der genauso überflüssig war, hier wie meine Stützräder 1970 an meinem Bonanza-Rad, hatte Schnapper Kobel, ja, unsere Kante, mal wieder richtig Thrombose im Handschuh, nichts zu tun. Und ab da haben wir richtig geil vor die Pocke getreten. Rechte Seite, Baustelle beendet, ja, der mit dem Wolf tanzt, hör mal, der pflügt den ganzen Hybridrasen um, klasse, Suchstoffsühle, hier Schulterschlotterbeck, wieder Rausschmeißer im P1, R2D2 Guerrero, hat sein letztes gutes Spiel gemacht, nach der Wiedervereinigung, richtig Weltklasse, ich abbrannt, boah, hör mal, hast du mir Kreislaufprobleme früher im Bereich bereitet, hat jemand mehr Spaß, ja, an der ganzen Pucke, als ich früher am Pac-Man, wo ich alle Rekorde gebrochen habe. Karim Adeyemi, gefühlter Neuzugang im schwarz-gelben Trikot, geht ab wie der Pershing mit seinen 51 Kilo Mortadella Sixpack, ja. Sein Gegenspieler sucht immer noch den Eingang vom Mannschaftsbus und Gitte Gittens hat ihn am endgültig, ja, in Schleudertrauer gedribbelt. Und dann kam sie, die 51. Minute, dann hat er es gesagt, der König von Berlin, Nobby Dickel, hat er gerufen, dreimal leer, hör mal, ich hatte mehr Pipi in der Iris als damals vor meinem ersten 5-Meter-Sprung im Freien. Mein Harcourt mit meiner Marktspitz-Badehose. Was für Emotionen im Tempel. Genau deshalb gehe ich 3 Schichten an eine Schippe, Mensch. So, jetzt weiter. Weiter mal hoch in den Maschinenraum. Mittwoch geht's in die Starlight Express Arena hier nach Grönebeier Bochum. Aber die haben richtig Bock, uns vom Schlimm ein Köpfchen zu treten. Aufpassen, Borussia. 3 Grad, Regen, Flutlicht und eine Truppe vom VfL Bochum, die fast zu Hause alles Richtung B1 knallt. Also, Finagone auf den Pullermann, ja? Und dann geht's weiter Richtung Berlin. Und dann heißt es wieder, nur der BVB, aber nur der BVB.